haben wir uns hier reingefahren. Der Ast sieht sehr unangenehm aus. Wie sieht die Strecke danach aus? Oh mein Gott. Wir können nicht vor und wir können wahrscheinlich nicht zurück. Nee, zurück kannst du komplett vergessen. Da fahre ich lieber vorwärts und fahre eine Klippe runter. Ohne den halben Baum mitzunehmen und uns die ganze Seite zu zerkratzen. Aber irgendwie findet man einen Weg, denke ich. Let's go. Eigentlich wollten wir nur ganz entspannt zu unserem Ziel fahren, welches sich zwischen einer Bergkette befand. Laut Navi gab es einmal die schnellste Route, welche ungefähr 8 Kilometer lang war, und eine Alternative, die um die 30 Kilometer lang war. Selbstredend haben wir uns für die 8 Kilometer Route entschieden. Das war eine unglaublich schlechte Idee, wie ihr im nächsten Abschnitt sehen könnt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass das VW-Navi eine solche Route vorschlägt. Dass sowas überhaupt als Route zählt. Scheiße, Mann, das erste Ding gemeistert, aber jetzt wird's tricky. Ich hoffe, dass wir hier nirgendwo aufsetzen. Dieses Stück sieht ziemlich uneben aus. Oh boy. Mal sehen. Ich sag, wie ist es? Es macht unglaublich viel Spaß. Und schön ist es auch. Also hat auch eine gute Seite. Jetzt kann man eh nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr zurückfahren. Ich muss vorwärts fahren und ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ich war zu lazy, um mit der Drohne mal vorauszufliegen, um zu gucken, was da noch so auf uns zukommt. Aber jetzt haben wir committed und jetzt müssen wir los. Scheiße. Und in diesem Part sieht man ganz gut, dass wir hier unsere Reise fast beendet hätten. Schon wieder. Ich kann leider nicht genau sagen, wie viel Schräglage wir in diesem Abschnitt maximal hatten, aber es hat sich sehr, sehr, sehr unnatürlich angefühlt. Vor allem dann, wenn man einen Van fährt und dabei noch sehr hoch sitzt und dazu weiß, dass das Fahrzeug ziemlich top-heavy ist. Hier kommt der Moment, wo ich das Fahrzeug fast auf die Seite gelegt habe. In der Slow Motion sieht man ganz gut, dass sich das Fahrzeug nur stabilisiert hat, weil ich voll nach links eingeschlagen habe und von der Bremse gegangen bin. Ehrlich gesagt war ich in dem Moment auch bereit, das Fahrzeug voll nach links in die Wand zu fahren, nur um das Kippen zu verhindern. Man muss dazu sagen, dass die Strecke danach nicht wirklich leichter geworden ist. Nur leider ist mir eine SD-Karte mit 256 GB Content flöten gegangen, was sehr ärgerlich ist. Aber halb so schlimm, ich bin sicher, dass wir bis Australien noch eine Menge coole Erinnerungen filmen werden. Ich bin in eine Situation reingefahren, die nicht so leicht zu lösen ist. Überall Äste, die wir erst abmachen müssen, damit der Lack nicht zu sehr zerstört wird. Und ich habe keine Ahnung, wie es da vorne aussieht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nachdem wir dann nochmal 5 Millionen Äste abgebrochen haben, war das letzte Stück der Strecke nach dem Waldstück dann relativ gut handelbar für unseren Grand California. Und wir wurden für unsere Mühen reich belohnt, denn dieser Spot war es wert. Einer der schönsten Orte, an denen ich je war. Hier hatten wir mehrere Tage Zeit, um mal so richtig zu entspannen.
Montenegro ist so unglaublich schön. Die Landschaft, durch die wir gerade fahren, ist echt atemberaubend. Wow, wir sind gerade echt weit oben zu einem Kloster gefahren und mich wundert, dass der Berg hinter mir immer noch so unglaublich hoch ist. Und jetzt fängt es ja gerade heftig an zu regnen, zumindest in der Nähe von uns. Hier sieht man quasi noch ein bisschen Sonne, aber hier, da kommt richtig was runter. Ja, vielleicht sollte ich mich nicht zu weit ins Freie stellen bei den Blitzen und den Donnern. Das ist richtig glatt. Vorsicht. Eine gute Idee, Mann. Kloster ist immer eine gute Idee zum Wandern. Wir sind so weit hochgefahren und dann noch ein ganzes Stück gelaufen. Und hier hatte ich irgendwann mal überlegt, ein kleines Gotteshaus im Fels zu meißeln. Ich dachte immer, über den Wolken regnet es, ne? Aber es gibt immer eine größere Wolke. Schön hier. Jetzt haben wir montenegrisch gegessen und jetzt geht's in die Stromschnellen. Ich hoffe, das wird gut. Bis gleich. Er kennt es ja im Show 6 und investiert so. Also dann muss das nicht passieren. Oh Gott, der Geruch. Ich mach da mal ganz kurz die Tür zu. Nee, es ist 5. Guck mal, wie die Tür zumacht. Ich bin mir sicher. Ich möchte hier morgen halt. Ja, okay. Da rastet die Tür ein. Das ist ein echter Seemannsknoten. Da kann nichts mehr aufgehen. Steckt noch jemand ein? Sehr gut. Okay, das fühlt sich alles andere als sicher an. Meine Fresse. Vorne kommt eine Fahne, das ist auch bekämpft ums Überleben und rechts von uns ist eine Schlucht. Thank you.
erst einmal die Solaranlage von hinten sauber machen. Das ist ein bisschen gefährlich, aber ich versuch's mal. Auf dieser Konstruktion nicht genug Platz für zwei Füße. Und hier ist eine kleine Spinne, die erst weg muss. Und schon. Hier sind noch so unglaublich viele Wespen, Bienen, Insekten, die Spaß am Bestäuben haben. Okay, machen wir das Ganze. Eins, zwei, drei. Vier. Problem ist, ich komme nicht ganz hinten ran. Das ist das Maximale, was ich gerade putzen kann. Dafür bräuchte ich hinten noch ein Stück. Liebste, kannst du mal oben rechts gucken, ob wir noch so ein Teil haben, so ein Anbauteil für den Besen? Also, jetzt haben wir noch ein extra Teil, damit wir das hier sauber machen können. Wir sagen 95% kann man damit löschen. Aber das sollte doch genügen. Nice. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Im nächsten Video geht es dann nach Albanien auf unserem Weg nach Australien. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, drückt auf Abonnieren und lasst gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat.